Leute, Crack-Vlog. Ich werde gerade von 10.000 Autofahrern beleidigt, weil ich hier mit Warnblinklicht gerade auf... Aha, da ist der schon. Guckt euch den an, Alter. Das ist Deutschlands Zukunft, was Comedy angeht. Jo, es geht. Wir fahren jetzt nach Berlin. Einfach um die Sehenswürdigkeiten uns anzuschauen und gucken, ob Merkel da ist. Eventuell ein Käffchen trinken oder ein Kai. Das Schlimmste ist, Mazer weiß nicht mal überhaupt, dass ich komme. Wir fahren jetzt einfach auf gut Glück hin. Geht einfach nicht dran, Leute. Wir fahren nach Berlin, haben wir nachher. Guck mal, Mazer. Warum du gehst nicht so ran an diese Telefon? Mazer? Machst du 31? Klar. Evdenliche! Dükkandan yatağa! Amdan ama! Azdan ağza! Auf jeden Fall, das war gerade ein Beat aus meiner Comedy-EP. Ganz kurz. Ich schwör, ich habe jetzt zwei Lieder gehört, drei Lieder? Zwei. Richtig anders, ich schwör. Er rappt viel besser als davor. Musikalisch berührt auch einen hier im Herzen. Die ein oder andere Trine habe ich auch vergoldet. Aber gut. Danke, Bruder. Auf jeden Fall nicht viel reden, hat noch so einen Monat Zeit, zwei Monate, dann hört ihr auf jeden Fall mehr davon. EP, kommt, Leute. Und wir warten immer noch auf Tugay, Amanaro. Er ist endlich da, Leute. Er nimmt einfach Kissen mit, Digga. Du hast einfach Decke hier, du bist anders, Digga. Einfach Decke, du bist der Beste, Digga. Junge, anders, Digga. Er sagt Kissen, ich hab hier Decke gewonnen, Bruder. Ja, Bruder, wer weiß, Junge, Berlin kann losgehen, weißt du, ich mein? Hör mal, krieg ich was von deinem Wasser? Ja. Bruder, trink doch, bist du bescheuert? Nein, Digga, ich boykottiere Cola, Leute, trink kein Cola. Light oder Light oder Zero, Amanako, was willst du? Junge, gar keins von meinen, Wallah. An all die noch ein bisschen älter sind und so, keine Ahnung, kennt ihr das noch damals? Kennen wir nicht, Bruder. Kennst du? Ja, Bruder. Ich hab Also sieht ihr das Gesicht? Er hat in seinem Leben Angst, Digga. Ich fahr ganz normal, 160 gerade zum Beispiel. Kleiner Hund, er fährt die ganze Zeit 220, Digga. Jetzt ein Video macht auf 160. Ich bin seitdem wir von Hamburg losgefahren, ich bin einfach angespannt, Digga. Ich fahre, er furzt einfach, Digga. Er hat richtig Chio bekommen. Emel, Digga, warum furzt du? Grüße an Elvis, Bruder, er hat Chio bekommen. Ich soll dich von Elvis grüßen. Elvis, es geht, Bruder, alles gut mit dir. Ich bin gerade kurz auf 200 km wieder gewesen, er hat direkt gefurzt. lecker. Krieg nicht genug von. Gleich alle hinterher. Oh. Guru Fazilär haben Sie hier nicht, Guru Fazilär? Habe ich schon gefragt, Merke auch nicht. Da muss ich alternativ optional hier so eine orangen Quarkfüllung hier zu mir nehmen, aber auch lecker. Und guter Freund von mir, grüße Werner. Leute, wie heißt das? Yaprak Döner Imren. Echt nicht normal. Ich schwöre, echt nicht normal. Hey, Tugay, 630 Kilo. Sorry. Wir sehen uns gleich mal alleine. Auf jeden Fall, Leute, Mazer kommt jetzt da hinten. Er weiß nicht, dass immer im Auto sitzt. Cracky wird anfangen. Was suchst du denn hier? Bruder, heute direkt mit Crackblock. Ist alles klar, Bruder? Ja, Mann, alles gut. Ey, Bruder, ich hab dir ein Geschenk mitgebracht. Ich weiß nicht, ich hab's nicht, ahne schon. Was? Ich ahne schon. Was denn? Cool, ich wusste es! Heute ist der Tag, wo mehr. Wir sind aber beide gleich aus, Digga. Er hat ein bisschen längeren Bart, Digga, und ein bisschen blond. Das tut gerade übrigens. Merhaba. Hau mal küssen, weißt du nicht. Kennst du das mal, wie ich meine Hand gehalten habe? Das ist einfach ein Homo, ja. Wir sind jetzt irgendwo in Berlin. Wo sind wir? Sag mal schnell. Wir sind Mall of Berlin. Ja, irgendwas kann man hier machen. Digga, ich such die ganze Zeit Matt, Digga. Wo bist du, Digga? Matt! Jo. Matt? Digga, was machst du hier die ganze Zeit, Bruder? Komm mal mit jetzt, Digga. Der war richtig flach, Bruder. Matt? Digga, cool, das ist Matt. Leute, jeder von euch macht das. Digga, was machst du denn nach, Matt? Du bist so schnell, Digga. Du bist so schnell, Digga. Ey, Junge. Tu geil, Digga. Was machst du nach, Bruder? Das ist dein Ernst, Alter. Auf jeden Fall, jeder von euch kennt das. Wenn man die Rolltreppen... Okay, jeder Bastard hier, guck mich an. Warte.
Hey! Hände hoch! Leute, dieser ist so wichtig für mich, ne? Digga, es gibt Dinge. Dieser Stift. Digga, es gibt Dinge, über die macht man sich nicht lustig. Nein, weil das ist sein. Irgendwann hört's auf, alles. Digga. Irgendwann hört's auf. Und da hört der Spaß auf, Digga. Da verstehe ich keinen Spaß. Leute, kennt ihr dieses Spiel? Ich verstehe einfach null. Null. Wenn ich versuche, ein bisschen zu verstehen, ich krieg Kopfschmerzen. Ich stelle mir einfach 100 Fragen. Wieso ist das aus Holz? Wieso ist das gelb, das braun? Wieso zwei Würfel? Wieso geht der jetzt so rüber? Leute, spielt einfach FIFA, Digga. Ganz einfach, Kreisstoß, Tor. So, zugleich jetzt mal Dunkin' Donuts. Kurzes Gespräch mit der Frau. Er sagt, ja, bitte, Wallah, geben Sie mir diese Zucker. Ohne Zucker, mein Arsch wird noch kleiner, als er jetzt schon ist. Und wenn ich nicht genug bekomme von diesem Dunkin' Donuts, ich schwöre, ich muss immer auf Autobahn scheißen. Entschuldigung, gucken Sie mal, ich bin sein Arzt. Er darf nicht so viel Zucker essen. Yeah. Hey, bist du bereit? Das habe ich schon im Video gesehen. Auto hat gebrannt, Bruder. Bist du bereit? Ich habe ein Gaspistol dabei. Eine Gas? Oha. Bruder, warum? Warum ohne Sinn? Boah! Kennst du jetzt? Komm, Bruder, schneidest du raus. Geht's dir? Ich schneid das nie im Leben raus, Digga. Ich hab eine Frage. Kannst du mal kurz bitte kommen? Weil ich möchte dir so schreien. Was? Tot! Auf jeden Fall, Leute. Gönn das sind noch Donuts. Lemon-Checker, Mann, Alter. Was ist los mit dir, Bruder? Junge, jetzt muss mein Hack von zu Hause zu ihm da. Ey, Cracky wird ein Ende haben. Bisschen Angst machen, so 220 fahren und Mucke und so. Freihändig fahren und so. Freihändig, verpiss dich, Digga. Spaß, auf jeden Fall, wir fahren jetzt nach Hause. Ciao, ne? Jo, Leute, wir sind jetzt gleich bei Ömer. Hört euch mal, wie er schnarcht, Digga. Nach 300 Metern rechts abbiegen. Wenn eine Vollbremsung geht. Die Sache ist, so einen Crack-Vlog überlebt man nicht so einfach. Also da muss man ein bisschen was drauf abmachen. Oh, der Hund ist so. Dreckiger Hund ist so. Wieso machst du den? Nein, weiter. Mach das Licht aus, Mann. Jetzt rechts abbiegen. Guckt euch für diese Aktion auf jeden Fall mal seinen Crack-Vlog. Er hat auch mal versucht, Crack-Vlog zu machen. Ich fick meinen Crack-Vlog. Ich fick mein Leben, ich mach nie wieder Crack-Vlog. Du, willst du noch was sagen zum Schuss? Nein. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach gar nix oder Arsch. Nein, auf jeden Fall, gebt euch mal. Wir drehen heute noch ein paar Videos. Morgen früh. Maul. Stampe. Wir drehen morgen noch ein paar Videos, aber erstmal auf jeden Fall Quickvlog abchecken. Erster Link, Videobeschreibung anklicken. Zweiter Link, Job. Okay, ciao.